Hallo und herzlich willkommen zum letzten Part von Mega Man 2. Ja, wir werden jetzt im Boss Rush hier jetzt erstmal schnell erledigen. Das heißt, wir werden jetzt hier die ganzen Bosse besiegen, die mir hier einen Strich durch die Rechnung machen wollen. Ah, und Heatman macht mir den ersten Strich. Aua, Heatman! Mann, Gott, Heatman! So, jetzt war's super. Er war jetzt kooperativ. Aber trotzdem habe ich ein bisschen was verloren. Und jetzt kommt der Le Airman, ne Ventilator für große. Oh. Ah, trotzdem nicht getroffen, ne? Ja. Mein Gott. Trifft mich trotzdem. So, jetzt geht's zu Woodman. Er muss jetzt mal kooperativ sein, sonst habe ich bei dem Probleme. Oh. Ah, das war kaputt. Ah, Mann. Schon wieder ein Platz. Ich nehme jetzt mal den Boost mit. Nicht mal, kein einziger von denen ist irgendwie heute kooperativ. Die wollen mich alle tot sehen heute. Was ist denn los? Echt. Gegen Wilies, Kampf gegen Wily benutze ich Bosswaffen. Das weiß ich jetzt schon. Wenn mir das langsam hier abstinkt. Alter, ich komme nicht durch, ohne mich verletzen. Yeah. Hier, du Affe. Kommt Le Quick, ne, Le Bubble, Le Bubble, Le Bubble. Hey. Dankeschön. Der war einfach. Und jetzt kommt Quickman. Quickman kann mir auch gefährlich sein heute. Alter. So, Dankeschön. Ach, nur ein Energiebalken. Mein Gott. So, jetzt gehe ich zum Metalman. Weil Metal Man hat ein einfaches Muster, das kann ich durchschauen. So, seht ihr? Ja, wir müssen ihn ein bisschen regelmäßiger treffen. So, sage ich doch. So. Ab zu Flaschenman, Flaschenmann, zum Flaschenmann. Alter, der trifft mich. Was ist eigentlich Quickman? Muss mal gucken gleich. Aber ich brauche auf jeden Fall Waffen. Zack. Jetzt mache ich dich fertig, du Sack. Hast du mich schon getroffen, ne? Komm, Crashman. Sei mal kooperativ. Mann, so, jetzt bist du mal kooperativ gewesen. Mein Gott, ey. Zack. Ui, da hat sich eine neue Warteluke geöffnet. Rein mit uns. Und da erwartet uns, wie kein anderer, Dr. Wily höchstpersönlich. Und ich weiß nicht, was hier gefordert wird. Nein, das ist eine andere Fähigkeit. Nein, auch nicht. Nein. Okay. Auch nicht. Toll.
Ich konnte nicht mal rausfinden, welche seine Schwäche ist. Sehr interessant. Ein Booster ist es auf jeden Fall nicht. Wartet mal, wir waren ja jetzt bei Quicknora. Nein! Halt, okay, das hat weh getan. Nein. Stopp, ja, Metal. Oh oh. Ich werde sterben. Nein! Oh, oh, oh mein Gott! Oh, ey Gott! Nochmal eine Runde! Oh, oh, ey, das ist doch nervend, ey! Gott! Ah, jetzt habe ich mich treffen lassen! Doch, doch mit. Ah, das war knapp. Schade. Ah, der Ehrmann, der Ehrmann. Der Ehrmann. Okay, das krieg ich hin. Das krieg ich auch hin. Okay, das krieg ich auch hin. Ah. Danke. Das ging jetzt schnell. Hey, hey. Hey. Ne gute Mann! Ach, Dankeschön. Er ist gestorben. Er war jetzt kooperativ. Bubble Man! Ne Bubble! Schon wieder heute. Ich muss heute gegen alles kämpfen, ey, nochmal. Ah, das war knapp. Ah, wir treffen lassen. Trotzdem. Ah, ja. So, bist tot. Sehr schön. Gegen den Quick-Mann noch mal die dritte Runde. 2. So. Ging aber schnell. Und wieder voller Energie. Der Quick-Mann. Und jetzt der Crush-Mann. Der Crush. Crush. Der Crush. Kann der Crushman ein bisschen verarschen? Ah, jetzt hatte ich Spaß wieder. Ich hab das Muster gehabt. Okay. Halt. Mein Gott! Wieso ist er so kompliziert? Wieso? Wieso macht er heute Faxen? Wieso? Wieder in einem toten Winkel gewesen? Ja, jetzt haben wir es. Ah, schade. Super, danke schön, das war leicht. Zack. Komm, ich mache eine Flaschmann zuerst. Die Glühbirne.
Schlange. Aha, zack. Jetzt gehen wir zum Metal Man. So, und den Metal Man. Ah ja. Was ist denn los jetzt? Ist mit... Was ist denn mit dir los heute, ey? Auch falsch gefrühstückt. Alter, das war knapp, aber geschafft. Und damit soll ich jetzt gegen Wiley kämpfen, okay. Ich gehe als Heatman rein, zack. Ich meine, mit Heatmans Fähigkeit bin ich deutlich höher dran. Okay, auf geht's. Ich weiß ja, wie ich das Ding ausweichen muss. Ich krieg den Winkel nicht getroffen. Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, Leute, ich werde mal sagen, ich mache mal eine kurze Pause, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich musste kurz mein Mikro ein bisschen Batterie geben. Und ich habe jetzt ungewollt was gemacht, was man nicht machen darf. Aber ich werde es jetzt machen. Ich werde das jetzt nicht Booster und machen. Ich lasse jetzt eine Fähigkeit sprechen und so. Metals-Fähigkeit. Ja. Getroffen lassen. Ah, schade. Das war knapp. Okay, Leute, dann sehen wir uns wieder vor Wiley. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ja, schnell gemacht. Ich werde mich direkt auf meine Metallsfähigkeit einigen. Die ist bei beiden ziemlich gut, muss ich sagen. Dann machen wir jetzt mal schneller. Ah. Schon wieder zweimal treffen lassen, das ist doch... Fuck you! Fuck. So, da bin ich wieder. Nochmal eine kleine Runde. Ich versuch's jetzt nochmal mit Gewalt und so. Ich werde jetzt mal brutal sein. So, kurz auf die Metallfähigkeit. Nein. Da. Ich kann eigentlich den Kampf schon wieder abhaken. Sag ich doch. Ich werde es so weiterhin versuchen, bis ich es schaffe, Leute. Das ist jetzt so mir egal. Ich hätte besser noch gewechselt. So. Nein. So. Ah, Mann. Okay. Alter Schwede. Ich versuche es. Alter.
So. Wie ihr gesehen habt, mit der Metallfähigkeit kriegt man das nämlich hin. So, und ich wusste nicht, dass es der letzte Part wird. Ich dachte, es wäre der letzte Part, aber es geht noch zu einem anderen Boss. Oh Gott. Ready? Ja. Okay. Okay. Oh, roter Schleim. Säure. Vorsicht. Aua. Okay, die Säure bringt mich schon. Okay. Dann machen wir lieber uns kaputt, damit wir Leben haben. So. Ich bin schon ganz ehrlich. Aber das Geräusch macht mich. Da kriege ich schon so eine, gerade eine Zitterangst. Aber was passiert denn hier, Alter? Interessant. Es ist so still, es ist keine Musik. Ich laufe trotzdem mal mit einer Fähigkeit rum. Einfach durchlaufen. Okay. Dr. Wily. Ein Alien? Wir haben es hier mit einem Alien zu tun? Okay. Dann machen wir Feuer. Auch nichts. Welche Fähigkeiten? Nicht mal die Airman-Fähigkeit. Nein, und nicht mal die Football-Fähigkeit. Wenn es jetzt die Bubbles sind, ne? Alter! WTF? Okay, da muss ich jetzt mal was gucken. Alter Schwede, welche Fähigkeit ist es denn dann? Okay, Leute, ich werde mal kurz im Internet recherchieren. Ich mache mal eine kurze Pause, bis gleich. So, da bin ich wieder. Aus meiner kleinen kurzen Recherchieraufgabe. Es sind die Bubbles. Bubbles! Wie kommst du? Die lächerlichste Waffe, die man je im Spiel braucht, sind die Blasen. Und die Blasen sind die Schwäche dieses Aliens. Okay. Welch eine Ironie, ne? So, Dr. Weiß ich was Alien in Stichet. Dr. Mr. Alien. Okay, Alien ist stark, das weiß ich. Das ist die einzige Waffe, die ihn halt. Oh, ja. Aua. Ups, das war knapp. Ja, wir sind jetzt gleich auf. Wunderbar. Ach, schade, jetzt sind wir wieder nicht gleich auf. Sehr schön. Sehr gut. Ach, schade. Nein! Nur ein Schlag, dann hätte ich ihn besiegt. Oh, Bubbel. Ah, die Bubbelfähigkeit. Das habe ich mir noch gedacht irgendwoher. Mysterious. Aber warum ein Alien? Das fragen wir uns alle. Also ich weiß die Mega Man Story überhaupt nicht. Aber ich kann mir vorstellen, warum Alien. Weil einfach Alien, halt Weltraum und so. Passt ja alles eigentlich vom Schiff. Na, oh, ich werde getroffen. Darf ich mich töten? Komm, töte mich. Töte mich, du gruselige Schleim. Oh, ich bin gestorben. Besser wäre jetzt. Nein, du darfst nicht weiterspielen. Komm, wir wollen jetzt auch endlich mal zum Ende kommen, sonst geht es mir langsam hier auf die Nerven. Gott, warum heute? Warum ist heute alles so. Ich dachte, heute wird so allgemein so ein bisschen gechillter Part. Nein, ich nehme schon seit 2 Stunden auf.
Gott. Einfach weitergehen, weitergehen, weitergehen. Einfach weitergehen. So, so. Bubbelt und los geht's. Auf geht's, Alien. Who are you? Aber der Alien konnte sich gut zu Dr. Wily, aber er hat nicht das Augenbrauenschema. Das finde ich schade. Alien, du bist schlecht. Das heißt nur Alien. Ich hab's auch mal gerade geguckt, wie das heißt. Das wird einfach nur betitelt als Alien. Hm? Uiuiui. Ah, schade. Wieder getroffen. Immer in Bewegung sein. Alter. Oh, schade. Schon wieder. Ah, Mann. Der trifft aber auch gut. Muss man ja sagen. Ist das so. Oh, ja, ja, ja. Ich bin auch ungeduldig wahrscheinlich. Nein! Nein! Ach, Gott. Nochmal. Ah, ich glaube, wegen dem Anfang war das schlecht. So vermute ich. Wieder runter. Und wieder runter. Ein tiefer, dunkler Gang. Komm, lauf, mein Freund. Lauf. Lauf, mein blauer, gekleideter Held. Nicht so wie Sonic, der blau ist schon. Aber der blau in der Form nicht, dass er alkoholisch blau ist, sondern nur einfach blau ist. Ja. Blau, blau, passt schon. Blau, blau. Und Dr. Wily. Ich nenne ihn Dr. Wily. So ist es schön. Dun, dun, dun. Jetzt wärst du endlich besiegt. Boah, der Part geht schon 25 Minuten, wenn das jetzt... Ja, ist klar. Das konntest du auch voraussehen, ne? Du Alien. So. So, jetzt hab ich schon direkt zwei reingedrückt. Ah. Den Damage Boost habe ich mir jetzt aber mitgenommen. Wie kann das sein? Jetzt habe ich mich. Ich habe mich schon nicht so oft treffen lassen. Fällt mir gerade auf. Keine Ahnung. Dieses Spiel macht mich bekloppt. So. Wenn die Bubble-Fähigkeit benutzen, mach mal eine kurze Pause. Bis dahin, bis gleich. So, nach einer kleinen Pause bin ich wieder da. Ich habe kurz was gemacht und dann haben wir schon was getrunken. Bin jetzt fit für diesen Kampf. Werde mal hoffen, dass es mal so klappt und ich werde jetzt mal diesen Kampf auch endlich mal langsam beenden, weil das mir langsam jetzt so doof wird. Bin ich ganz ehrlich. Es ist klar, dass er mich zuerst trifft. Da wieder. Leute, wir sehen uns wieder vor dem Kampftyp. Bis gleich. So, aus der kleinen Gang wieder vorbei. Ich habe es jetzt noch zweimal versucht, so offscreen, und es klappt nicht mal offscreen, richtig. Mysterio. Aber jetzt versuche ich mich ganz zu konzentrieren und werde ihn jetzt besiegen. Ich werde den ersten Schritt nicht machen, ihn direkt einzugreifen, sondern ich lasse ihn jetzt die Attacke machen. Seht ihr? Nehme ich dann das Kirschen schon mal einen Schlag und das will ich nicht. Ach, schade, daneben. Jupp. So, jetzt habe ich ihn zweimal getroffen. Das ist gut so. Ah, treffen lassen. Jetzt muss ich wieder aus dem Muster raus. Jetzt bin ich aus dem Muster raus. Okay. So.
Das kann nicht sein, dass er mich schon von da trifft schon. Okay. Okay. Ja, Mann! Ja! Boah! Was wollen Sie, Herr Wildy? Oh, ist leider was ausgegangen oder kaputt? Ja. Ich entschuldige mich, Entschuldigung. Sei Dank. Und jetzt kann ich durch meinen Gamepad zur Seite legen und jetzt endlich was zum Spiel sagen. Ich muss mal sagen, Mega Man 2 ist ein bisschen besser als Mega Man 1 vom Schwierigkeitsgrad her. Grafisch gesehen natürlich einwandfrei. Für die Zeit sogar cool, finde ich. Muss ich euch sagen, dass ich das nicht entdeckt habe für das NES. Da muss ich mir eine auf die Fresse hauen dafür. Das ist eigentlich eine gute Perle, muss man nicht sagen. Das ist ein tolles Spiel. Sieht wunderbar aus und ja, grafisch ist es auch nicht. Ist es super eigentlich für die Zeit, die es rauskam mit dem NES-System? Muss man nicht sagen. Von Schwierigkeits her und Schwierigkeitsgrad und so für normal ist es schon auch ein bisschen prickelnd, aber ist in Ordnung. Difficult ist natürlich härter, ich habe es schon mal versucht. Stages und Settings sind eigentlich wunderbar. Eigentlich zu jeder Setting passt auch der, hat der entsprechende Boss sein Setting. So sieht das aus. Die Endgegner, gut, das Elena ist auch schon schwer. Es war zum Teil manchmal richtig fies, muss man echt sagen. Sonst war alles super und eigentlich ein tolles Spiel. Ich freue mich auf den dritten Teil, wie der dritte Teil auf mich wird. Ich meine, der dritte Teil soll sehr gut sein. Nach vielen Meinungen. Mal schauen, vielleicht wird es ja auch. Und ich werde jetzt nochmal die Credits laufen lassen und werde dann sagen, bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen dieses Partes. Bis dann und ciao, Leute. Und wenn euch dieser Part gefallen hat, dann könnt ihr ihn folgendermaßen bewerten. Wenn er euch natürlich gefällt, mit einem Daumen hoch. Wenn er euch nicht gefällt, mit einem Daumen runter.
Feedback, Kommentare und Wünsche werden natürlich gerne gelesen unter den Kommentaren. Und wenn ihr zur vereinfachten Verlinkung kommen wollt, könnt ihr oben im Video selbst den Part für die nächste, für die letzte Folge und für die Playlist finden und sowohl auch in der Videobeschreibung. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Projekt und bei den anderen Projekten. Bis dann und ciao, Leute.